Mann das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister Gröhe, Frau Staatssekretärin Wiedmann-Mautz, Sie läuten Ihr Gesetz zur Hospiz- und Palliativversorgung mit großen Worten ein. Ich zitiere: Schwerkranke und sterbende Menschen benötigen in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung. Ich frage Sie aber allen Ernstes, ist das, was Sie mit diesem Gesetzentwurf vorlegen, Ihrer Meinung nach wirklich das Bestmögliche? Meine Fraktion jedenfalls und die überwiegende Mehrzahl der Sozial- und Betroffenenverbände werden Ihnen da widersprechen. In großen Ankündigungen sind erneut nur kleine Verbesserungen zu sehen. Auch durch meine langjährigen Erfahrungen im Gesundheitswesen kann ich Ihnen versichern, Sie beenden weder damit die bestehenden Ungleichheiten im Hospiz- und Palliativsystem, noch verbessern Sie die Qualität. Zudem sind die von Ihnen vorgeschlagenen Verbesserungen leider auch nicht ausreichend ausfinanziert. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen präzisen, in allen Gesetzbüchern gleichlautenden Rechtsanspruch auf eine hochwertige Hospiz- und Palliativversorgung. Dieser Anspruch muss für jede Bürgerin und für jeden Bürger, unabhängig von der Art der Erkrankung, von der Art der Behinderung, von dem individuellen Lebensort und unabhängig natürlich auch von der Versicherungsform gelten. Und dazu liegt heute ein Antrag meiner Fraktion vor. Und ich lade Sie herzlich ein, schreiben Sie von uns ab. Haben Sie Mut und gehen Sie endlich den dringend notwendigen Reformen im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung an. Meine Damen und Herren, ich möchte auf einige unserer Forderungen eingehen, die in Ihrem Gesetzentwurf keine Rolle spielen. Wir aber meinen, das muss drin sein. Erstens. Heben Sie die Ungleichbehandlung zwischen Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen und Hospizen auf und beenden Sie so die Zweiklassenmedizin. Zweitens. Garantieren Sie im Rahmen der Umsetzung des neuen Pflegebegriffs, dass hospizliche und palliativpflegerische Angebote in Pflegeeinrichtungen nicht weiter zu steigenden Eigenanteilen für die Betroffenen und deren Angehörigen führen. Denn gute Versorgung darf auch hier nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Drittens. Beseitigen Sie die strukturelle Ungleichbehandlung bei der palliativmedizinischen Versorgungssituation von Schmerzpatienten in Pflegeeinrichtungen. Kein Mensch sollte Schmerzen haben, die verhindert werden können. Viertens. Hören Sie auf, die Menschen weiter mit ihren unbestimmten Rechtsbegriffen zu verunsichern und präzisieren Sie Ihr Gesetz bei der Hospiz- und Palliativberatung sowie bei der Sterbebegleitung. Fünftens. Schaffen Sie die verbindlichen Regelungen für die Personalbemessung und machen Sie sich auf den Weg, die palliativmedizinische, palliativpflegerische und hospizorientierte Ausbildung in den Gesundheits- und Pflegeberufen bundeseinheitlich durch ein Berufegesetz zu regeln. Nur so können wir mehr Pflegekräfte gewinnen und nur so können wir der Arbeitsverdichtung entgegentreten, die heute die Pflegekräfte einbringen müssen. Und mehr gut und richtig gut ausgebildetes Personal bedeutet natürlich auch bessere Pflege. Sechstens. Auch eine Vollfinanzierung der Hospizleistungen muss drin sein, vor allen Dingen für die ambulanten Hospizleistungen, die Sachkosten inklusive. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Kontext will ich noch einmal erwähnen, dass ich das Engagement der Ehrenamtlichen in diesem Bereich außerordentlich schätze und dass ihnen hohe Anerkennung gebührt. Und ich denke, ich spreche hier im Namen des ganzen Hauses. Aber meine Damen und Herren, bürgerschaftliches Engagement ist kein Ersatz für fehlende Fachkräfte und darf auch nicht missbraucht werden, um vorhandene Strukturdefizite zu verdecken. Wir brauchen eine Hospiz- und Palliativpflege, die die Würde des Menschen unter der Beachtung seiner Selbstbestimmung am Lebensende in den Mittelpunkt stellt. Wir benötigen
Dafür benötigen wir andere Personal- und Sachkostenschlüssel und endlich eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung, die nicht nur das Teilleistungsprinzip aufhebt, sondern auch eine Angleichung der Finanzierung der Sterbebegleitung in Pflegeheimen an das Niveau der Hospize gewährleistet. Meine Damen und Herren von der Großen Koalition, das können Sie alles in unserem Antrag noch mal nachlesen. Daher erneuere ich mein Angebot. Schreiben Sie von der Linken ab. Sie werden sehen, das würde die Hospiz- und Palliativversorgung in diesem Land weit nach vorne bringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hilde Mattheis ist die nächste Rednerin für